Hallihallo zusammen, willkommen zu Hearthstone, zu meiner vorbereiteten Special-Folge. Das ist ja letzte Folge schon angedeutet, dass ich da was vorhatte, aber da gab es ja Gaggezahn noch nicht, weil jetzt die Erweiterungen, die Chancen von Gaggezahn sind verfügbar. Okay, neue Quest, willkommen in Gaggezahn, hier solltet ihr nachts nicht allein rumlaufen. Hi. Wir sind Hanzo, Bosse der Gassenhauer Gang. Hi. Ihr seid doch nicht etwa beschäftigt. Wir haben einen Job für euch. Okay. Ihr nicht beschäftigt. Okay. Dieser Job wäre zu unserem beiderseitigen Vorteil. Kommt zu uns, sonst kloppe! Mhm. Schießt euch der Gassenhauern, den Gassenhauern an. Gewinnt 3 Spieler als Jäger, Paladin oder Krieger. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber egal. So, und zwar haben wir nämlich 50 Packungen zu öffnen. 50 Gaggezahn-Packungen. Ist das nicht cool? Willkommen zu einem Unpacking Straßen von Gaggezahn. Ich raste komplett aus. So, wir fangen direkt mit der ersten an. Sie zappelt schon. Sie will auch raus. Nummer 1. Oh, ich bin ganz nervös. Aha. Rennt da jemand? Entdeckt ein Diener mit Spott. Stimmräuber der Kabale. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Toxischer Klarschlamm. Kampfschrei zieht eine Haltbarkeit von der Waffe eures Gegners ab. Zeichen des Lotus verleiht eurem Diener +1/+1. Und Trockdomteur verleiht einem zufälligen Wildtier auf eurer Hand +1/+1. Hey, kann ich gebrauchen. Und nächste Karte. Oder nächstes Pack. Zack. Die Aufräumregler. Ruft 4 Murlocs herbei. Ja, läuft. Cool. Zwei klassischer Schläger. Spott kostet 2 weniger, wenn euer Gegner mindestens 3 Dinar hat. Interessant. Schattenwüter mit Verstohlenheit. Interessant. Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Mit Verstohlenheit. So, die Dubiosa Lebragnom. Todesseuche fügt einem feindlichen Helden 2 Schaden zu. Ruft einen Jadegolem herbei, erhaltet einen leeren Mana-Kristall. Jadeblüte. Okay. Pack Nummer 2. Pack Nummer 3. Kiezinformant. Kampfschrei entdeckt ein Jägerpaladin oder Kriegerkarte. Bombenlegerin. Die hat so ein komisches Zeichen da. Das ist wahrscheinlich. Ach, das ist, wurde jetzt auch in Gruppen unterteilt. Ne? Jäger, Paladin und Krieger können ja. Sind ja eine Gruppe und Magier, Priester und Schamane eine Gruppe und die anderen drei sind die restlichen Gruppen. Die restliche Gruppe. So, Bombenlegerin. Kampfschrei fügt einem feindlichen Diener 5 Schaden zu. Todesröcheln fügt eurem Helden 5 Schaden zu. Okay, na dann. Trickbetrüger. Zauberschaden +1. 0/7. Grimmschuppenkomplize. Kampfschrei. Verleiht einem zufälligen Murloc auf eurer Hand +1/+1. Schmuggelware. Verleiht einem zufälligen Wildtier auf eurer Hand +2/+2. Das könnte noch lange dauern, bis wir soweit sind. Lakai der Kabale, Kampfschrei. Das nächste Geheimnis, das ihr in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Bam. Pfeilgift-Murloc, Kampfschrei verursacht einen Schaden. Kiezausstatter, Kampfschrei verleiht all euren Dienern. Naja, verleiht allen Dienern auf eurer Hand +1/+1. Kristallwirker, Kampfschrei, verleiht euren Dämonen +1/+1. Und Draconid-Agent. Kampfschrei entdeckt eine Karte aus der Hand eures Gegners, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Okay. So. Fährfrau von Gaggezahn, Kombo lässt einen befundenen Diener auf eurer Hand zurückkehren. Hinterhofstreuner ruft eine Katze herbei.
Zeichen des Lotus kennen wir schon. Eine Ork-Armee. Cool. Roter Mana-Würm erhält jedes Mal plus 2 Angriffe, wenn hier ein Zauber wirkt. Aha. Verwandlungstrank, Geheimnis. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, wird dieser in ein Schaf verwandelt. Cool. Friert einen Feind ein. Frosttrank. Auch Magier. Verleiht am Ende eures Zuges einen zufälligen Diener auf eurer Hand. +2/+2. Ja, genau. Schwieriger Tüftler. Zweimal dieselbe Karte. Interessant. Trickbetrüger. Okay. Ah, jetzt werden sie schon doppelt. Wenn man sogar doppelt Karten in einem Pack kriegt, ne? Schwieriger Tüftler ist der dritte. Sehr gut. Toxischer Klärschlamm. Entzieht, ja, kennen wir auch schon. Schwieriger Tüftler. Was stimmt denn nicht bei euch? Roter Mana-Würm. Und Teufelsfeuertrank. Fügt allen Charakteren 5 Schaden zu. Kiezbeschützer. Spottkampfschrei. Verleiht bei Nachbarn Dienern Gottesschild. Cool. Der gefällt mir. Den brauche ich. Für meinen Paladin. Kabalenkrallenpriester. Verleiht einem befreundeten Diener +3 Leben. Durchgeknallte Chemiker. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Schmuggelware. Verleiht einem zufälligen Wildtier auf Rang +2/+2. Und fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu. Dubiosa Libra genommen. Die Auf... die kennen wir schon. Urtum der Blüten hat Spott. Jadeblüte kennen wir auch schon. Pflichtverteidiger. Spott mit 07. Das ist die Karte, mit der ich über Bernd Triss geredet habe, wo ich nicht gesehen habe, dass das eine Kriegerkarte ist. Finde ich doof. Aber gut, was willst du machen? Und Trockdomteur kennen wir ja auch schon. Zeichen des Lotus kennen wir. Seeteufelsstecher. Der nächste Murloc, den ihr in diesem Zug ausspielt, kostet Leben statt Mana. Aha. Kampfschrei verursacht einen Schaden. Pfeilgift Murloc, kennen wir ja schon. Schießwütiger Strolch, Todesröchchen, verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand +2/+2. Eine epische Karte. Peiniger des Höllenorks. Der Höllenorks. Fügt diesem Diener zu Beginn eures Zuges 2 Schaden zu. Was ist das denn für eine Karte? Er ist der Peiniger der Höllenorks und wird jede Runde gepeinigt? Das ist schwach. Nagakosarin. Verleiht eure Waffe +1/+1 Angriff. Aufräumen, den kennen wir schon. Kiezschmuggerin. Verleiht eurem zufälligen Diener auf eurer Hand +1/+1. Pickelhaubenheizer. Erhält Ansturm, wenn ein feindlicher Diener Spott hat. Und Hinterhofkätzchen. Meisterin der Mixturen. Todesröchchen. Stellt bei beiden Helden 4 Leben wieder her. Chromanten. Kampfschrei. Erhält +2/+2, wenn ein Diener eingefroren ist. Und ein roter Mana-Würm in Gold. Hosenheiler. Oder Hosenheiler stellt das volle Leben eines Dieners wieder her. Peng, Junge. Großer Heiltrank stellt bei einem befreundeten Charakter 12 Leben wieder her. Sollte mal Teamkämpfe geben. So 2 gegen 2. Das wäre auch witzig. Gerade so jetzt in den neuen, Spielmodi, wo man ja 3 Teams hat. Die kennen wir. Aha. Trockdomteur in Gold. Nicht schlecht. Zweiklassiger Schläger kennen wir inzwischen auch. Knatzfu-Meister. Windzorn mit 3,5. Kostet 5. Der so gut ist, weiß ich nicht. Wobei das Windzorn schon, aber ich meine, in der 5. Runde mit 3 Angriff reißt das noch nicht mehr viel. Kannst in der 6. Runde dann erst angreifen. Ist halt blöd. So, Kiesbeschützer. Spottkampfschrei. Verleiht bei Nachbarn Dienern. Ja gut, kennen wir schon.
dürfen ruhig ein paar epische dabei sein, oder Legende. Das wäre schön. Kabalen, Krallen, Priester kennen wir. Aber wir kriegen ein paar goldene Karten. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Meisterin der Mixtur kennen wir auch schon. Diebesgut. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand. Der Spott hat 3-3. Das ist natürlich krass. Toxischer Klärschwamm kennen wir auch schon. Jade-Häuptling. Kampfschrei. Ruft einen Jade-Häuptling herbei, verleiht ihm Spott. Kieserstatter kennen wir schon. Den kennen wir auch schon. Jadeschwärmer. Verstohlen halt Todesröhrchen. Ruft ein Jade-Golem herbei. Also diese Jade-Golem sind episch. Lunare Version. Zieht zwei Karten, gezogene Diener kosten zwei weniger. Cool. Doppelgangster. Kampfschrei. Ruft zwei Kopien dieses Dieners herbei. Nicht schlecht. Naga-Kusarin, Kampfschrei, verleiht eurer Waffe. Achso, kennen wir schon. Kiez-Schmugglerin, kennen wir auch schon. Kennen wir auch schon. Schießwütiger Storch, haben wir auch schon ein paar Mal. Kristall-Tilk-Trank. Vernichtet einen Diener und einen eurer Mana-Kristalle. Uiuiui. Na endlich, der erste Legendäre. Spottkampfschrei. Zieht Karten, bis ihr eine zieht, die kein Drache ist. Furorion. Ich habe so das Gefühl, ich muss mir mal ein Drachendeck bauen, ne? Jadeklauen. Kampfschrei. Ruft ein Jadegolem herbei, Überladung 1. Schattenwüter. Und Urtum der Blüte. Ein 6er mit 3-8. Nächster. Abyssalvollstrecker fügt allen anderen Charakteren 3 Schaden zu. Golden und gewöhnlich. Kiezerstatterin in Gold. Pickelhaubenheizer kennen wir auch schon. Lotusagent. Kampfschrei entdeckt einen Druidenschurken oder Schamanenkarte. Genau, Druidenschurken oder Schamanen ist das dritte gewesen. So, und gewiefter Detektiv, Kampfschrei, feindliche Diener verlieren Verstohlenheit. Jade-Schuriken, verursacht 2 Schaden, Kombo ruft an Jade-Golem, aber... Hoppala. Trickbetrüger haben wir jetzt auch zum 100. Mal. Taffer Türsteher. Erhält jedes Mal plus 1 Angriff, wenn ein befundeter Diener stirbt, okay? Tanaris Borstenheizer. Kampfschrei erhält Ansturm, wenn die Hand eures Gegners leer ist. Okay. Also nie. Grimmschuppenkomplize. Verleiht einem zufälligen Murloc auf eurer Hand plus 1 plus 1. So. Das ist der 20. Kristallwirker. Kampfschrei verleiht Dämonen 1 plus 1. Okay. Toxischer Klärschlamm. Verwandlungstrank kennen wir auch schon. Meisterin der Mixtur kennen wir schon. Rasante Reporterin. Jedes, hält jedes Mal plus 1 plus 1, wenn euer Gegner eine Karte zieht. Ha! Carla Kolumna und so, ne? So, Kiezausstatterin. Teufelsfeuertrank. Fügt allen Charakteren 5 Schaden zu. Ja gut, das kennen wir auch. Durchgehender Chemiker kennen wir auch. Kiezpfandleierin. Kampfschrei verleiht einer zufälligen Waffe auf eurer Hand plus 1 plus 1. Und Pflichtverteidiger. Grimmschuppenkomplize. Abyssalvollstrecker. Kampfschrei fügt allen anderen Charakteren. Achso, ja. Das Kätzchen. Hinterhof Streuner Katze Diebesgut verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand. Achso, ja, was ist das? Und Knatzfu Meister. Und jetzt muss ich das Handy auch noch ausmachen. Jetzt habe ich vergessen, das Handy lautlos zu machen in der Aufnahme. Wie schlimm. Mache ich mal eben. So. Zweiklassiger Schläger. Tanaris Borstenheizer. Frosttrank. Großstadtgangster Kampfschrei ruft einen Ogre 1.
6-6 herbei. Warum nicht? Die könnte ganz gut sein eigentlich. Kiezerstatter. Kiezeintreiber verleiht einem Diener auf eurer Hand am Ende eures Zuges +1/+1. Chemiker der Kabale. Erhaltet einen zufälligen Trank auf der Hand. Ein Trank des Wahnsinns übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Pflichtverteidiger. Und ne, epische Karte. Rattenmeute. Todesröhrchen ruft Ratten als Einzelball. Die Anzahl entspricht dem Angriff dieses Dieners. Okay. Gizerstatter. Die Aufräumerregler. Schießwütiger Strolch. Lakai der Kabale. Kampfschrei. Das nächste Geheimnis, das sie in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Und Schrumpftrank verleiht. Allen feindlichen Dienern -3 Angriff in diesem Zug. Cool. Netter Kneipenwirt stellt bei eurem Helden am Ende eures Zuges ein Leben wieder her. Der grinst doch schon so nett. Jadehäuptling, Kampfschrei. Ruft ein Jadehäuptling und verleiht dem Spott. Großer Heiltrank. Ich kenne da jemanden. Entdeckt, achso. Zeichen des Lotus. Ich habe so viele Karten, die ich jetzt schon entzaubern kann. Eine Karte gefühlt jetzt schon 6-mal. Oder 2 sogar. Gatgezahner Sternchen stellt 2 Leben wieder her. Urtum der Blüten. Jade Behemoth. Kampfschrei ruft ein Jade Golem herbei. Ich muss echt mein Jade Golem Deck bauen, wa? Taffer Türsteher. Kennen wir. Jade Klaue. Jade Blitz verursacht 4 Schaden, ruft ein Jade Golem herbei. Verursacht 2 Schaden. Kombo ruft ein Jade Golem herbei. Todesröcheln. Achso, schiedsrichtiger Strolch. Kennen wir ja inzwischen. Und Urtum der Blüten. Können mal ein paar Legendäre noch kommen, ne? Ein Legendärer ist mir bei 50 Packs zu wenig. Aber immerhin habe ich ein paar epische bekommen. Wühlerwiesel, Todesröcheln. Mischt diesen Diener in das Deck eures Gegners. Den finde ich witzig. Jinju Wassersprecher, Kampfschrei, stellt 6 Leben wieder her. Überladung 1. Stimmräuber der Kabale. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Und Jadegeist ruft einen Jadegolem herbei. Läuft. So, 30. Pack. Und Jinju Wassersprecher. Und Kabale Kristallkurierin. Ach du meine Güte. Kostet 2 weniger für jedes Geheimnis, das ihr in diesem Spiel ausgespielt habt. Cool. Kabalen Krallenpriester. Pfeilgift Murloc. Sehr gut. Netter Kneipenwirt. Wühlerwiesel. Sehr gut. Nehme ich. Schmugglerware verleiht einem zufälligen Wildtier auf eurer Hand +2/+2. Stimmräuber der Kabale. Und Teufelsstecher. Ich kenne da jemanden. Rasende Reporterin. Jadeblüte. Kiezinformat, den Kampfschrei. Entdeckt eine Jäger-, Paladin- oder Kriegerkarte. Zweitklassiger Schläger übrigens. War nur gerade in Gedanken. Weil es immer wieder dieselben Karten sind irgendwie. Kiezschmugglerin. Schattenwühler. Schmuggeltour verleiht allen Dienern auf der Rahmen +1/+1. Verwandlungstrank. Und Tanaris Borstenheizer.
Jade Behemoth. Jadeklaue, Meisterin der Mixturen. Dubioser Lebra-Gnom, kennen wir ja auch. Und jetzt haben wir sogar die Katze in Gold. Die Katze kommt aus Prinzip irgendwo in mein Deck rein. Grimmschuppenkomplize. Trockdompteur. Meisterin der Mixturen. Abyssalvollstrecker. Und Abyssalvollstrecker. Sehr souverän. 15 Packs noch. Rasende Reporterin. Abyssalvollstrecker. Frosttrank. Jinju Wassersprecher. Hosenheiler. Nichts Neues mehr. Manische Seelenwirkerin. Kenne ich glaube ich gar nicht, ne? Kampfschrei. Wählt einen befreundeten Diener. Mischt eine Kopie davon in euer Deck. Aha. Sehr gut. Urturm der Blüten. Schmieriger Tüftler. Und Fluchtkodo. Geheimnis. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, kehrt auf eure Hand zurück. Die Karte ist gut. Für einen Mana ist es... Und Frosttrank. Finde ich das gut. Fluchtkodo. Hausenheiler. Die Aufräumregler. Entschuldigung. Hausenheiler. Und Jadeschuriken. Heilgift-Murloc. Hinterhofstreuner. Kiezinformant. Kristalltiltrank. Und Pfeilgift-Murloc. Die haben wir bestimmt jetzt 7-8 Mal, ey. Ich kenne da jemanden. Fichtverteidiger. Gewiefter Detektiv. Kampfschrei. Feindliche Diener verlieren Verstohlenheit. Kyromantin, genau. Und... Seeteufelsstecher. So, in den letzten 10 Karten dürfen jetzt aber ruhig noch ein paar Legendäre drin sein. Schießwütiger Strolch. Drachenfeuertrank. Fügt allen Dienern außer Drachen 5 Schaden zu. Verleiht einem befreundeten Wildtier +2/+2. Kacke Zahnsternchen. Kampfschrei stellt 2 Leben wieder her. Und Geheimversteck. Geheimnis. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand +2/+2, nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat. Okay. Chemiker der Kabale. Vulkanischer Trank. Fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Endlich. Hobart Wurfhammer. Kampfschrei. Verleiht einer Waffe auf eurer Hand und verleiht allen Waffen auf eurer Hand und in eurem Deck +1 Angriff, okay? Rosenheiler. Und Hinterhofschmieden. Spott. Wenn dieser Diener Schaden verursacht, erhaltet ihr jedes Mal ebenso viel Rüstung. Cool. Jetzt haben wir 2 Legendäre bekommen. Kiezpfandleierin, kennen wir. Schattenwürder, Wüter, Kabalenkrallenpriester, Großstadtgangster und Pflichtverteidiger. Unfassbar, wie viele Karten wir jetzt 100 Mal haben. Rasende Reporterin. Blutzorntrank, verleiht einem Diener +2 Angriff, verleiht ihm außerdem 3 Leben, wenn es ein Dämon ist. Naga-Korsaren. Verleiht eurer Waffe +1 Angriff. Trank des Wahnsinns. Übernehmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Und Lakai der Kabale. Das nächste Geheimnis, das sie in diesem Zug ausspielt, kostet 0. Na, kennen wir ja.
Shatling Sensei. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Wildtier +2/+2. Träumerin der Erhabenen. Kampfschrei erhält +2/+2, wenn ein befreundeter Diener mindestens 5 Angriffe hat. Naga-Korsaren kennen wir ja schon. Noch eine epische Karte. Manische Seelenwirkerin haben wir schon. Wählt einen befreundeten Diener, mischt eine Kopie davon in euer Deck. Können wir aber bei Legendären machen zum Beispiel, wenn wir... Aber wir haben keine legendären Karten für Magier, beziehungsweise epische für Magier. Das geht nicht. Und roter Mana-Würm. Letzten 5. Fischverteidiger in Gold. Den habe ich gebraucht. Ah, der dritte. Kuhn, der vergessene König. Wählt aus. Erhaltet 10 Rüstungen oder füllt eure Mana-Kristalle auf. Okay. Seelenteufelstecher. Jade-Behemoth. Und Jade-Blitz. Noch 4. Naga-Korsaren. Naga-Korsaren. Kryomantin. Kryomantin. Nee, rasende Reporterin. Und Jadeklaue. Verwandlungstrank. Schmugglertour. Meisterin der Mixturen. Grimmschuppenkomplize. Jadeblitz. Kristalltinktrank. Ah, der ist es, okay. Zeichen des Lotus. Chemiker der Kabale. Erhält einen zufälligen Trank auf der Hand. Achso, das war der. Kiezbeschützer. Naga-Korsaren. Oh, der letzte. Der letzte. Das letzte Pack. Da muss echt noch ein epischer drin sein, ne? Sonst bin ich traurig. 3 sind zu wenig bei 50 Packs. Den haben wir schon. Da ist noch ein epischer drin. Mensch, die haben wir jetzt schon 3-mal von den epischen Karten. Und, also hier noch Naga-Korsaren und Kurierin der Kabale. Und ist es jetzt, noch eine epische Karte? Nee. Aber eine goldene Karte immerhin. Mensch, das waren 50 Packs. 50 Packs. Wenn wir jetzt in unsere Sammlung gehen und jetzt sagen... dir das an, ey. 63. Wenn wir jetzt sagen, herstellen, kriegen wir 735 Staub. Bei den überzähligen Karten. So. 83 gewöhnliche, 11 seltene, eine epische. Soll ich es tun? Soll ich nichts tun? Soll ich es nicht tun? Vor allem durch den Staub kann man sich ja irgendwie andere epische zusammenschustern, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, das war so. Aber wir machen das jetzt. Ich meine, man kann ja immer nur zwei Karten haben, von daher... Do it! Peng! 1265. Ich frage mich, wie das mit dem Staub geht. Herstellen? Also, herstellen im Sinne von... Kann ich denn mal... Mal, was gebe ich denn mal ein? Ich gebe mal... Kenne ich spontan eine... Valen, wenn ich den suche, da Profit Valen. Wenn ich den haben möchte, kostet der 400. Oder der kostet 1600, ja warte nur. Auch sehr schön. Er wurde aus seiner Heimat verbannt, alle seine Brüder sind verderbt, aber ansonsten geht es ihm eigentlich prima. Sehr gut. Wie auch immer. Okay. Aber das sollte ja auch nur ein Unpacking werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, wie ich tolle Karten kriege. Wir sehen uns dann, ich werde jetzt heute Abend mal gucken, dass ich ein paar coole Decks zusammenbaue und dann werden wir mal ein paar Runden spielen. Also bis dahin. Ciao.